ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! I'm thirsty. Are you, Bob? Sure am, Jim. The Bloodweiser babes are out. Which reminds me, just how refreshing Bloodweiser, a new Bloodweiser bite. All the taste of Bloodweiser without the toxic aftertaste of death can be. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. I love this type of game, Jim. With such an unequal rating, it's gonna be wholesale slaughter. All the way. Hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Nordpol Chaos Squad, dem besten. Und jetzt reden sie mir wieder rein. Dem besten Blood Bowl Team, seit es schlecht programmierte KI gibt. Und ja. Wir stellen hier mal wieder alles um. Ich habe die Partie eben schon mal gespielt, bis kurz vor Ende. Und dann ist mir mein Spiel abgeraucht. Dies war nicht so geil. Ich hatte gerade so eine richtig schöne Bretonenmannschaft verprügelt. Naja, mal gucken, ob ich das dieses Mal wieder hinkriege. War nicht ganz einfach, aber ich habe sie dennoch nachher kaputt gehauen. Wir haben einen extra Wiederholungswurf, den können wir gut gebrauchen, denke ich. Das gegnerische Team hat mehrere Stärke 4 Spieler und viel Guard, das heißt, sind im Prügeln gar nicht so übel. Diesmal machen wir nicht den Fehler und stellen alles vorne in die Line und lassen uns erstmal im ersten Zug verprügeln. Das war letztes Spiel nicht so cool als Entscheidung. So, da kommt der Punch gegen den Bero. Okay. Noch keinen großartigen Ausfall. Das ist ganz guter Start. Aber ich will es nicht beschreien hier. Wollten sie den Bero aber weit von sich wegschubsen. So, hier hin, kann ich den da, kann ich da. Und den dann rausschubsen. Aber dafür müsste ich hier erstmal durch. Das ist ein Einser, das ist auch ein Einser, weil der unterstützen hat. Nee. Okay. Werf den Potion zu Poden, der hat Stärke 4. Jawohl, rück mal raus. Super Beginn. Weg mit dem. So. 2 Starspielerpunkte für den Leswak. Der braucht nur noch 2 und dann geht's los. Nee. Lass mal aufstehen hier. Und Bero einmal hier vorne ein bisschen Trouble machen. So. Der Bloodscorping blitzt hier mal. Ich nehme den. Ich weiß, ich könnte ihn zu Boden schlagen, aber ich will ihn eigentlich sicher aus dem Spiel nehmen. Und das geht nur auf diese Weise. Ja, sicher ist es halt immer noch nicht, aber... Es hat funktioniert. So, 2 Bretonen weniger im ersten Zug. Passt.
Und wir sind ja noch nicht fertig, nicht wahr? Was heißt das, ein Stärke 4 Spieler? Ja, natürlich ist das ein Stärke 4 Spieler. Das heißt, wir brauchen hier mehr Unterstützung. Luriminus, hau ihn aus dem Spiel. Leider nicht. Und dann beenden wir den Zug. Zumindest ein Stärke 4 Spieler schon mal beseitigt. Ist auch in der K.O.-Box gelandet, also hat der Gegner eigentlich keinen Apotheker? Doch. Hat er anscheinend nicht benutzt. Spart er sich vielleicht auf für die Spieler, die eine schwerere Verletzung haben. Der Chloriminus kriegt sofort wieder eins auf die Nase. Da spielt man ihn einmal offensiv, den Chloriminus. Ja, wird er direkt verprügelt hier. Bero wird nur geschubst. Ich finde, es ist langsam mal Zeit, dass der Bero mal einen Starspieler kriegt. Denn wie viele Spiele ist er jetzt inzwischen schon auf seinen 11 Punkten? Ey? Immer vorne an der Line, immer zuverlässig. So. Wir hauen erstmal den. Weil der hat Stärke 4 und der muss weg. Folgen. Ist klar. So, dann würde ich sagen, Bero an die Line. Samur an die Line. Nesrak. Blitz. Komm, nächster Casualty und dann der hat keinen Block. Der hat Ringe, ne? Ich wiederhole das mal. Oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Den hier sollten wir auch mal einfangen. Ist klar. Cartman. Schön nach vorne. Was machen wir mit dem Blattskorpion? Wir versuchen ihn mal näher an die Mitte zu bringen, aber der hat keine Lust dazu. Würde ich auch nicht. Ich darf keinen schlagen, dann bleibe ich hier stehen. Nee. So nicht, mein Freund. Okay, aber so. Armer Bero. Hätte aber klappen können. Woher, wir müssen es ja so sehen, ne? Vor jedem Spiel spricht der Co-Trainer auf Bero ein. Bero, leg doch mal wieder deine vernünftige Rüstung an. Nö, brauche ich nicht. Das wäre unfair für den Gegner. So, wird ein bisschen geprügelt. Muss ich wieder wiederholen hier. So, ab Richtung Fans. Löft. So, hier haben wir noch einen. Yay, Casualty! Eigentlich sind Bretonen ja ein relativ gutes Volk, um gegen sie Casualties zu machen. Weil die haben relativ viele Spieler mit Rüstungswurf 7.
Und 8 bei den Rittern hier ist eigentlich auch nicht so sonderlich stark. So, Lesrak. Lesrak möchte nur schieben. So, wir lässt sie jetzt. Ja, jetzt kommt er. Zap, 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 zap. Okay. Haben wir schon Blitz gemacht? Nee, ne? Okay, dann wird jetzt hier geblitzt. Damit wir einen Stärkepunkt mehr haben. Und K.O. Perfekt. Dann ziehen wir den guten Koali mal neben den Ballträger. Und beenden den Zug. Weil den muss er sich jetzt erstmal kümmern. Ist aber jetzt nicht so das Problem. Ja, stimmt, da kommt er schon und... K.O. von Koali. Aha. Ah, okay. Armer Cartman. Ah, der ist gelähmt. Jetzt fängt es aber an hier. So. Wir starten mal hier mit dem Beru. Schieb den mal ein bisschen zur Seite. So, und dann können wir hier noch ein bisschen hauen. Yes, Casualty! Sehr gut, Samur. Wir machen den Weg frei. Samur. So, Blattskorpion. Oh, er läuft wieder normal. Perfekt. Hier, Tentakel neben dem Ballträger, das ist immer gut. So. Chaoskrieger neben dem Ballträger, auch das ist immer gut. Komm, Lesrak, du brauchst noch einen Casualty, dann hast du den Aufstieg. Langsam aber sicher treibt er den Ritter da hinten vor sich her. So. Dann hauen wir nochmal hier. Der hat Ausweichen, so ein Cheater. Und halt unerschrocken auch, das heißt, es könnte für den Blattskorpion gleich ein bisschen ungemütlich werden. Aber schauen wir mal. Es sind ja noch andere Spieler am Ballträger. Wenn ich das gerade richtig sehe, sind auch nur noch Ritter auf dem Spielfeld. Die ganzen normalen Feldspieler alle weg. Yes. Der, ich glaube, das ist der Samur da hinten. Ne, nee, der Loridas. Direkt mal sagt so, nö, hier wird nicht geblockt. So, ah, der hat Stärke 4, da habe ich nicht drauf geachtet, aber trotzdem weg vom Feld bleiben. Okay, ist ihm nichts passiert. Cartman steht erstmal auf. Beru hier einmal unterstützen. Lesra, komm. Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Aber langsam aber sicher schiebt er ihn Richtung Zuschauer da hinten. Richtung Fans. So, Blattskorpion, hau mal den Ballträger. Der hat Ausweichen. Ist schon dreckig. Aber das hilft ihm nicht. K.O. Nein, brauchen wir nicht. So, und... Alles klar. Wir haben ja hier den Mischka. Aber erstmal machen wir hier noch einen Blitz mit dem Eloridas.
schön hier vor den Blood Scorpion vor. Dass der ja nicht auf dumme Gedanken kommt. Hier haben wir noch einen Block. Auch der funktioniert. Okay. Aber wisst ihr was? Ich versuche mal mit dem Samo hier durchzulaufen. Hast du noch genug Züge frei? Mischka holt sich den Ball. Ich laufe noch hier. Zug beenden. Mit einer Beweglichkeit 4 sollten wir dem Samo vielleicht mal einen Touchdown gönnen. Das wäre ziemlich witzig. Ja, da versucht er dem Lesrak auszuweichen. Lesrak wäre auch ein guter Kandidat hier für den Touchdown. Der ist immerhin kurz vor dem Level Up. Das ist, glaube ich, vielleicht die bessere Wahl. So, hier Cartman. Ja, Push. Also für die Kombination, die der Cartman an Skills hat, ist es gar nicht so cool, was der da ständig macht hier. Ey. Der müsste eigentlich viel mehr Casualties fabrizieren hier. Folgen. Auch der wird vor uns hergetrieben. Push. So, ein Blood Scorpion. Na. Mischka läuft durch. Und da kommt der Pass auf den Lesrak. Lesrak läuft nach vorne. Und im nächsten Zug hat er dann den Touchdown. Oh, wir beenden den Zug. Sieht gut aus für unseren Touchdown. Das heißt, ein Touchdown schon mal mehr als im letzten Spiel gegen Breton. Wo das letzte Breton-Team auch wesentlich stärker war als das hier. So vom Rating her schon alleine. So. Schlagen. Prügeln. Folgen. Jo, der nächste in der K.O.-Box. Er hat Bloodwiser Babes und einen Chefkoch, das heißt, die werden auf jeden Fall wiederkommen. Da aus der K.O.-Box. Schieben. Weiter schieben. Muss es etwa doch wieder der Blood Scorpion machen? Der war knapp. Touchdown! Durch Lesrak da. Da tanzen sie. Nur für den Lesrak.
So, Backfisch im Spiel? Nee. Einmal. Ach komm, den Pre kann man nochmal einwechseln. Oh, es sind sogar zwei weitere in der K.O.-Box geblieben. Das ist doch ganz nett. Bringt jetzt halt in dieser Halbzeit jetzt auch nicht mehr so viel, aber... Ich schiebe den Ball mal nach hier. Schauen wir mal. Wir haben dahin geschossen und da landete. Beide Mannschaften gewinnen einen Zug. Die Stärke 4 Heini ist dann wieder da. Schauen wir mal. Ja, einer ist wieder da. Der andere. Ist der andere K.O. richtig? Hm. Peru ist auf jeden Fall K.O. Lesrak. Der Samo kriegt's auch ab hier. Aua, aua. Jetzt kriegt's der Lesrak ab. Aua, aua, aua. Ja, und er ist sogar gelähmt. Das ist nicht so geil. So. Gleiches Spielchen wie eben. Sicher den Rüpel rausziehen. Ah! Scheiße. Manchmal ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ja, mit wem mache ich jetzt den Blitz? Ich glaube, ich mache dasselbe wie eben. Das war ganz witzig hier. Wofür hat man denn Rasereispieler, wenn nicht für solche Aktionen? Hm? Der Mischka kennt das Spiel schon. Hat er keine Lust darauf? Anscheinend doch. Und immerhin K.O. So, haben wir noch den Cartman. Wollen wir den hier wirklich in die Line stellen? Ja komm, Cartman, das musst du aushalten. Und ein bisschen Glück. Kannst du nächste Runde wieder prügeln. Oh, Computer macht wieder irgendwelche Unsinnssachen. Gucken wir mal. Blitz gegen Cartman. Ja. Negativblock. Komm, hau ihn in die K.O.-Box. Ah, schade. Gut. Ich habe dem Cartman versprochen, dass er prügeln darf. Und dann machen wir das doch auch. Moment. Zack. Oh kommt Leute, ey. So viel Doppel-Einsen hier bei den Blocks haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
dahin. Potenzieller Knockdown. So. Litz. Schade, schade. Das war der Wiederholungshof, der nicht, nicht der Wiederholung, der Go for it, der nicht geklappt hat. Naja. Aber die Halbzeit ist vorbei. Wir kriegen jetzt den Ball. Das heißt, es ist wieder Backfisch-Time hier hinten im Backfield. So, Creek. Da steht schon wieder einer gefährlich außen. Das heißt, Blood Scorpion wird diesmal auch wieder außen starten. Und Einstellung bestätigen. Jeder Spieler, der sich nicht in einen Tackle zum Wurf kann, auf das Feld bewegen, auf dem der Ball landet. Okay, dann... Was war so? Kuali hat den Ball. Vorne an der Line. Aber jetzt ein Zug komplett verschenkt? Sehe ich das da richtig gerade? Was ist das für ein Scheiß? Das war Kacke jetzt hier, ey. Oh, hoffentlich passiert jetzt hier nicht so viel. Das war ja mal ein Mega-Fail, ey. Mann, das nervt mich jetzt gerade. Kompletten Zug verschenkt. Richtig so. Der Guard. Nein, hat er nicht. Weg mit dir. Der Guard. Nein. Cartman! Casualty Cartman, komm! Ach Mann. So, der ist dummerweise hier stehen geblieben. Also für ihn dumm. Gelähmt! Ab der Elodos abwehren. Minus Negativblock. Ach, das ist der Stärke 4 Typ. Wir nehmen aber keinen Wiederholungswurf. Ringen, alles klar. Chip. Okay. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the club, well, risky, aber ich nehme noch mal zwei Go for it. Okay. So. Alle Bretonen am Boden bis auf eine. Das ist mal ein erfolgreicher Zug, hä? Aber alle Bretonen in der K.O.-Box wäre noch besser.
Arme Cartman. Nein, Cartman ist tot! Nein! Apotheker! Puh. Puh. Nur gebrochene Rippen. Mach doch sowas nicht mit mir, Spiel. Hey, Bretonen, ne? Schlagen Cartman tot. Ich glaub's ja nicht. Recht euch. Ah, zwei Chaoskriege gegen vier hier. Das sieht nicht so gut aus. Dann haben wir hier noch einen, der kurz vorm Level-Up steht. Samur. Lesser hat schon das Level ab. 40 von Quali. Und Freak 40 von Eloridas. Eloridas könnte das wesentlich schlechter hinkriegen. Daher versuche ich den Touchdown mit ihm zu machen. Pass. Wiederholungswurf. Komm, Eloridas, Ball. Du weißt, wie er aussieht, oder? Nein, weiß er nicht. Der Ball geht auch noch in die Fans. Das ist nicht gut. Das heißt, wahrscheinlich werden die beiden jetzt umgehauen und dann holt sich hier... genau, da war nicht mal. Der Computer mag es ein bisschen risky zu spielen. Okay. Starten wir hier. Dann hier. Das ist ein Stärke 4 Heini hier. Nein, ist er nicht. Hat einen Haufen von Talenten. Unter anderem ausweichen, deswegen muss ich hier mit dem Mischka mal drauf. Wiederholungswurf. Okay, klappt nicht. Quali, Unterstützung. Preak, Unterstützung. Eloridas, Unterstützung. Zu beenden. Er ist umzingelt, der Ballträger. Ja, Blood Scorpion steht da auch ziemlich mies. War gut. Da kommt der Blitz. Push. Jedes Mal, wenn ich meinen Apotheker schon verbraucht habe, habe ich irgendwie so ein ungutes Gefühl, wenn ich geblockt werde. Arme Cartman. So, ja. Machen wir den hier, ne? Alles klar. Aufstehen.
schieben. Wir fangen mal hier an. Elorda, spawn! Jawoll! There is the ball. Der nervt. Ach, come on. Gott sei Dank hat's geklappt. Schieben. Schweres Gerät, Gott sei Dank. So. Hier haben wir noch einen Block. Backfisch hat mal wieder es nicht geschafft, Ball aufzunehmen. Auf die 2. Ja, die Bretonen sind lästiger als man denkt. Das ist, nicht so cool manchmal. Riminus ist verletzt. Keine langfristigen Auswirkungen, Gott sei Dank. Da schiebt er ihn auf den Ball. Ha, und der Loldas hat den Ball. Nimm ich. Blattskorpion. Kriegt einen auf den Nütz. Ziemlich viele gute Negativblocks für ihn. Das ist ziemlich fies. Will nicht aufstehen. Gut. So, jetzt müssen wir die hier alle weghauen. Fangen wir mal hier an. Der läuft schon mal. Gut gemacht, Mischka. Koali gegen den hier. Schieben. Läuft immer durch, der Loridas. Freak, einmal hier bitte hauen. Backfisch, hier unten unterstützen. Frank kann jede Hilfe gebrauchen. Schieben. So, hier machen wir mal ein bisschen zu. Und beenden den Zug. Wir wollten ja eh mit dem Elorodas den Touchdown machen, ist jetzt halt nur ein bisschen verschoben hier alles. Aber dieses Spiel ist schlechter als das letzte. Weil es leider der Crash passiert ist. Wieder ein Negativblock, oder? Ah ne, das ist unerschrocken. Okay. Er hat aber auch Glück, ey. Muss man ja auch mal lassen. Boah, und auch noch gelähmt. Heftig, heftig.
So, wo fangen wir denn hier an? Fangen wir mal hier an, das ist erstmal ein einfacher Block. Komm, Casualty. Hier. Komm, Mischka, Geschicklichkeit 4. Oh, come on, ausweichen. Hat er Tackle, ne? Mies. Hat der auch Tackle? Der will wieder nicht aufstehen. So, der sollte nicht an den rankommen und der auch nicht. Läuft. Irgendwo noch eine unsinnige Aktion vom Gegner. Oh, mit zwei GoFrets kommt er doch dran. Habe ich es eben falsch geguckt. Ja. Er schiebt ihn noch in die Touchdown-Zone. Alles klar. Yay, Touchdown im gegnerischen Spielzug. Hatten wir jetzt ja schon zweimal oder so. Einmal? Zweimal? Weiß ich nicht. Naja, er hat jetzt... In der Tat verlieren wir dadurch einen ganzen Zug. Habt ihr gesehen hier? Wir hatten, eben hatten wir noch einen Zug. Und jetzt nicht mehr. Das ist ja mal kacke, ey. Ich weiß auch gar nicht, ob das so wirklich gedacht ist. Dass man dann komplett den Zug verliert, wenn man einen Touchdown in der gegnerischen Phase macht. Das Fuck ist K.O. Lass den Vero in Frieden. Auch gelähmt. Yeah.